Hi und herzlich willkommen bei Blitz quetscht sich in die Sofakissen und alles klar? Es ist jetzt wieder gut. Meckerst du jetzt? Warum meckerst du denn jetzt rum wie ein Bekloppter? Bekloppt-Tee. Was jetzt? Kommst du mit, willst du nicht mit? Ja, da kommst du gleich rein. Das hast du schon richtig verstanden. Bitte, nimm mal dein zukünftiges Tier. Also jetzt ist es offiziell deins. Ja. Kümmer dich drum. Viel Spaß. Hahaha. So, hier, ihr kommt Montag. Alles schön zum Doktor. Ja, das will ich nur noch mal berücksichtigen. Ja, ist ja gut, Mann. Chill. So, und die ganzen anderen. Und erstmal hi und herzlich willkommen auf die Müffelstücke, den Zweitkanal der Meris. Und das hier vorne ist die... Lucy. Hi. Und die Lucy, die wohnt ja nicht hier, offensichtlich, weil ich wohne hier. Und Sarah, weil... Nein, sie wohnt auch nicht in einer WG. Nein. Und in dem Sinne, das hier ist Blitz. Hallo Blitz. Guck mal in die Kamera, da ist die Kamera. Hi. Alles klar. Ja, das ist die Kamera. Ja. Ja, willst du abhauen? Nein, bitte. Nein. Das kannst du vergessen. So, und du bist jetzt im offiziellen Besitz von ihr. Yay! Und keine Sorge, du bekommst bald wieder Spielegefährten. Und einer ist schon da, ne? Aber wir wollen ja hier nicht spoilern. Das wird eine ganz große und tolle Sache auf die Meris. Also alle schnell die Meris abonnieren, falls ihr das nicht schon längst gemacht habt. Schleichwerbung. Yay, aber das ist Schleichwerbung für unsere eigenen Sachen, also passt das schon. So, und ich würde sagen, du wechselst jetzt den Besitzer. Und ja, da wartet schon jemand auf dich und wir nehmen jetzt noch jemanden mit, ne? Ja. Möchtest du, dass wir jemanden mitnehmen? Ich glaube, das ist hier vollkommen egal. Ja, genau. Aber weil die du nämlich bekommst, sind 3 Stück und die sind alle ungefähr so alt. Den die andere holen wir morgen. Ja, damit die quasi aufgezogen werden. Ne? Weil das sind ja kleine Müffelstücke Kackbratzen und die sind jetzt aufgezogen worden von Semmel, wie man sieht. Deshalb laufen die auch morgens hier immer um den Tisch rum. Und meckern ganz viel. Eigentlich, das könntest du von Müll haben. Lili. Ja, ist alles okay? Gut. Und in dem Sinne, nehmen wir jetzt noch ein anderes Schwein mit. Wer wird es denn? Wer wird es? Das ist eigentlich blöd. Ich weiß genau, wer es wird. Offensichtlich, ich plane ja alles durch. Es ist ja nicht so, dass ich mir das frei nach dem Kopf ziehe. Normalerweise haben wir gedacht, Onigiri. Nein, nicht Onigiri, das wär ja doof. Nein, wir haben eigentlich gedacht, Petit Four kommt mit und das hat aber momentan nicht funktioniert, weil sie ja was mit der Pfote hat und sie braucht Medikamente. Das wäre eigentlich auch nicht das Problem gewesen, weil das hätte Lucy auch machen können. Das Ding ist halt einfach nur gewesen, ne, habt ihr verstanden, dann ist gut. So, nein, nein, die müssen nochmal nächste Woche mit ihr zum Arzt. Ne? Du nicht. Du auch nicht. Ihr seid alle vom Arzt verschont. Und in dem Sinne kriegt sie jetzt Petit Four nicht. Und auch nicht Praline, sondern... Dam, 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 dam. Da, da, dam. Da, dam. Dich. Dan, dan, dan. Dan, dan, dan. Ja, genau so guckst du. Tja, Pumpkin. Da du ja schon mal eine Mutter warst und Ahnung hast, wie man kleine Kackbratzen aufzieht, würde ich sagen, du kommst jetzt mit. Da kannst du jetzt auch nicht wirklich irgendwas gegen machen. Es tut mir einfach leid. Eigentlich nicht. Aber ich würde an deiner Stelle sagen, du bist jetzt die Ziehmutter. Hier. Du darfst jetzt lernen, wie man filmt, weil du darfst nämlich jetzt bald auf die Müffelstücke nämlich auch ganz viele Videos machen. Weil ich ja noch nie die Kamera gehalten habe. Ja, nicht, nicht. Oh mein Gott, die Kamera ist teuer. Und ich pelle eben Pumpkin hier. Pumpkin sagt schon mal Tschüss zu allen. Tschüss, 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 tschüss. So, komm her. Nein. Ja, oh, Blitz sagt auch direkt Tschüss. Das hast du davon. Hallo Tschüss, hallo Tschüss, hallo Pumpkin. Genau. So, hallo Tschüss. Du kannst jetzt nochmal allen Tschüss sagen. Du kommst aber wieder, keine Sorge, hier geht doch noch näher. Ja. Dann sieht man die doch gar nicht mehr. Hi, unscharfes Schwein. So, ich werde Pumpkin vermissen. Aber du kommst ja auch bald wieder. Du sorgst jetzt bitte schön dafür, dass die kleinen Müffelstücke, die sie hat, alle gut erzogen werden. Ist das okay? Dann ist okay. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, wir nehmen die jetzt mit und ihr freut euch auf ganz viele neue Videos, ne? Auf die Müffelstücke und auf die Meris.
Und ja, wenn euch das auch gefallen hat, könnt ihr diesem Video gerne einen Daumen rauf geben. Vergesst nicht zu abonnieren und so weiter und so weiter. Und ja, wir setzen euch jetzt mal wieder zum Blitz, kennst du. Die anderen beiden, die jetzt da noch kommen, die kennst du nicht. Aber mach dir da keine Gedanken drum. Doch, da, ja, da hinten läuft schon jemand wieder rum. Ja, du kannst dich auch schon mal da hinsetzen. Mein Gott, bist Wo du sie hin? Rumme. Ja, sie ist jetzt verschwunden. Damit darfst du dann schon mal rechnen. Ich sehe einen Hintern. Ja. Hintern. Kommst du bitte her? Nein. So, weil die Lucy, die nämlich da ist, die wird dann auch zusätzlich Videos machen von dem Außenposten mit ihrer kleinen Kackbratze und den ganzen anderen Möbelstücken hier. Und dich brauche ich jetzt einmal. Komm her. Komm her. Du musst nämlich jetzt mitkommen, würde ich sagen. Du gehst jetzt da rein, alles frisch gekauft, da war noch kein anderes Meerschweinchen vor dir drin. Das ist gelogen. Das war gelogen? Oh, dann tut mir das jetzt leid. Ich war ja mit dem geheimen Meerschweinchen, das schon da war, beim Tierarzt. Okay, ja gut, weil man muss ja auch alles checken lassen. So, Blitz, sag Tschüss von allen. Du gehst jetzt ein Stückchen weiter weg, so weit ist es nun auch wieder nicht. So, ab, rein da. Und Pumpkin guckt auch schon so völlig verzweifelt. Es tut mir ja leid, aber so ist das einmal. Du musst jetzt aufpassen, keine Sorge. Wir haben dir ganz viel leckeres Essen eingepackt. Ganz, ganz viel. Sie bekommt eine ganze Tüte mit leckerem Essen als Vorsorgepaket. Das dient wahrscheinlich nur für sie, die anderen. Ich muss morgen wieder einkaufen gehen. Nee, morgen nicht mehr, glaub's mir. Okay. So, und ich würde sagen, dann hallo und herzlich willkommen. Du schließt jetzt einfach mal den Deckel. Wir drehen noch ein bisschen was anderes für die Merichs. Und ich würde sagen, man hört und stört sich. Ah, das ist, als ob wir Bruder und Schwester wären und das voll abgesprochen und so. Ja, als hätten wir Ahnung. Okay, dann würde ich sagen, man hört und stört sich. Bis dann und blablabla.